Gut, wir gehen back up zur Crash Site. Ausgebranntes Lagerfeuer. Das ist kein Ding. Wir nehmen ein bisschen Holz, nehmen wir noch mit. Wir haben auch Hunger und Durst. Kann ich nicht Schnee schmelzen oder so? Ich habe doch diese Dose. Ich habe doch eine Dose. Verwenden. Ist da jetzt Schnee drin? Oh, ich habe nur neun Streichhölzer. Na egal. Ein bisschen Wasser brauchen wir halt. Das ist halt so, ne? Ohne kann der Mensch nicht überleben. Oh ja, come on. Warum dauert denn das so lang? Ach, warte, weil es in echt auch lang dauert. Blöd. Finde ich. Schnee schmelzen, ein halber Liter. Ja, ist egal. Also, ne? Irgendeine Art Wasser brauchen wir. Oh, das dauert wirklich sehr lange. Ich gehe mal kurz raus. Kann man ja gucken, ob man noch irgendwas anderes findet. Und es gibt nichts. Da drinnen. Ups. Nicht trinkbares Wasser. Dauert ja ewig, für einen halben Liter. Ha. Wer hätte das gedacht? Oh. Ich habe Bücher. Okay. Jetzt muss ich schnell was. Völliger Quatsch, tut mir leid. Ich glaube, wir sterben gleich. Das wird ein sehr kurzes Let's Play. Es ist nur Schnee, als ob der nicht trinkbar wäre. Okay. Aufheben. Temperatur ist auch okay, aber ich habe auch Hunger, ne? Und ich habe halt nichts zu essen dabei. Warum habe ich es überhaupt mitgenommen? Yes! Ich glaube, wir haben was zu essen gefunden. Das ist besser als nichts. Wow. Okay, hier haben wir schon mal nichts. So sieht es übrigens aus, wenn man in diesem Spiel stirbt. Oh. Ich muss aus der Schlucht rausklettern. Also ich erstmal brauche ich irgendwie was zu essen, aber ich finde halt nichts. Du? Nichts. Schön. Ist auch nichts drin. Hä? Aber ich kann halt auch kein Gras essen oder so, ne?
kann ich erstmal hier bleiben, mich aufwärmen. Vielleicht geht's mir dann besser. Halt, warte, ich wollte auch noch was nachschauen. Ich habe kein Essen und keine Medikamente. Bisher können wir es nur verbrennen. Da ist nichts mehr dran an den Knochen. Nee, ich glaube... Ups. Hey! Hoppla. Ja, sei still. Ich glaube, andere warten nicht so lange damit, da hochzugehen. Ja. Hä, das ist hier Schnee? Du kannst das doch... Ich könnte da hochklettern, ist kein Ding. No, nothing mattered. Wow, das war ein kurzer Run. The pain. It's excruciating. Steh auf. Fude? Kann ich das nicht essen? Dein Ernst, ich kann das nicht essen. Ja, same, ne? Hagebutten kann man essen! Gut, reden wir nicht drüber. Tun wir einfach so, als wäre es nie passiert. Mehr. Nein! Ist dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh. Warum isst du die Hagebutten nicht? Ich würde alles essen, wenn ich du wäre. Du kannst hier gerade nicht aussuchen, wen... Ich glaube, ich schaff's nie. Bro, no. Ist das Weizen? Nö. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, bevor wir zusammenbrechen. Alter. What? Wohin denn? Sehe gar nicht. Vielleicht ist Astrid da, wir können Astrid essen. Dein Ernst? Not sure which of us looks worse. Dafür haben wir keine Zeit, Bro. This isn't how things were supposed to end. Ja, ne? Aber du endest auch gleich, ne? Orangenlimo! Die können wir trinken. Die hilft wenigstens ein bisschen gegen den Hunger. Wie? Gib mir das andere. Gib mir! Alter, ist das... Come on. Okay. Ist das wirklich jetzt nur, weil wir halt vergiftet sind? Okay. Ja, okay. Nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir das anders. Hallo, Astrid. 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 Lol. Weißt du, wenn es sich nicht so anstellen würde? Ich komme nicht nah genug ran, um den Backpack zu nehmen. Was ist denn los? Brauchst dich halt auch nicht wundern, wenn es jetzt zu Ende geht, ne? Wenn sich so anstellt. Vielleicht crunchy stuff.
No. Okay, ja, die Verbrennung ist auch noch, also. Es ist vorbei. War jetzt das Problem, dass das. Du bist eins mit der Dunkelheit geworden. Oh well. Gut. Wie viele Tage überlebt? Null. Okay, nochmal. Das machen wir einfach nochmal. Ich schneide das dann auch für euch. Oh, nein, das hat sich selber geschnitten für uns. Sehr schön. Habe ich die Hagebutten? Tja, wenn du zu dumm bist, dann. Wenn du zu blöd bist, um zu beleben, dann macht das Spiel das für dich. Das finde ich jetzt aber irgendwie. Nee, ist irgendwie auch nicht so okay, ne? Als ob man das nicht erraten könnte. Das sind nur drei Zahlen. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Who knows? Aber wenn ich auf die auch noch aufpassen muss, dann haben wir ein Problem. Ach, wir hätten uns ausruhen müssen. Weißt du, Mackenzie, wir haben so schon ein Problem, wenn ich nur auf dich aufpassen muss. Das ist schon schwierig. Und dann auch noch auf Astrid. Okay, ich hab den schon angezogen. Oder? Okay. So krön. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Kann man brauchen mit dem Klima. Und eine Magnesiumfackel, because why the fuck not? Warum habe ich überhaupt den ganzen Scheiß vorher mitgenommen, wenn ich den jetzt gar nicht mehr wiederfinden kann? Das ist doch auch Quatsch. Nichts. Sehr gut. Ah, okay. Gibt's da noch irgendwas? Ach, man kann bestimmt auch wieder. Kann ich, ich kann übrigens nicht hüpfen, habe ich gerade gemerkt. Ja, unten in der Schlucht. Oh, sieht aus, als würde. Sieht witzig aus. Gibt es. Da war noch eine Kiste, ne? Nee. Nee, ist keine Kiste. Okay, wir brauchen irgendwie eine Hütte oder so. Oder eine Höhle. Und wir können natürlich nicht zurücklaufen. Das wäre ja redundant. Das ist ja die alte finden und die ist hier lang gerannt. Kann ich bitte das mitnehmen? Nein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch total außer Form. Oh, Energieriegel, ne? Dass man das immer so extra anklicken muss, ist ein bisschen crunchy stuff. Look, it's crunchy stuff. Isn't that nice?
Ja, ist nice. Okay, jetzt haben wir schon mal nicht mehr Hunger wie so ein Wolf. Apropos Wölfe, die müssen jetzt auch dann bald kommen, ne? Ich find's geil, wie das ganze Holz in unserem Rucksack einfach, ne, klappert. Finde und lege kleine Steine an, um sie auf Könige zu werfen. Ah, cool. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, Hasen zu töten. Das muss man mal gemacht haben. Als ob ich das so hinkriegen würde. Hallo, nein, ich will es mitnehmen. Mackenzie, bist du aber auch ganz schön dämlich. Dass du. Nee! I love you. Oh. Tut mir leid, ich mag kleine Häschen. Also kleine Kaninchen. Oh. Es tut mir leid, Anna, falls du das jemals siehst. Ich hab's nicht so gemeint. Ja, ist auch schon spät, ne? Hat sich ja auch ganz schön angestrengt, der Bub. Da muss man halt. Vielleicht finden wir eine neue Höhle, oder? Astrid, where did you go? Where did you go, Astrid? Oh, it's a wolf. Nice. That's good. Why wouldn't that be nice? Lol. Alter, wie dieses Viech schreit. Entschuldigung. Hä, wo ist der Hase jetzt hin? Kann ich mich damit auch gegen Wölfe wehren? Also, dass die dann quasi sagen, oh nein, der wirft nach mir. Uncool. Wahrscheinlich nicht, oder? Oh Mann! Ich hatte. Nee, sieht nur so aus. Das ist ein Terrier eigentlich. Aber der Wolf hat was zu essen. Die Frage ist doch, wo wir die nächste Höhle finden. Ich habe eigentlich jetzt habe ich schon keine Lust mehr zurückzulaufen. Looks like some kind of radio tower. Oh. It must be closer to civilization than I thought. I don't think so. Ich glaube nicht, dass du Glück hast, mein Freund. Ich vermisse immer noch den Hasen. Ich finde es unfair, dass wir den jetzt nicht bekommen haben, weil ich aus Versehen noch einen Stein draufgeworfen habe. Dann ist der Hase plötzlich aus der Map geflogen. Tut mir leid. Ich habe gerade zur Seite geschaut und auf der anderen Seite, auf die Seite, auf die ich geschaut habe, ist leider mein zweiter Bildschirm. Oh, das Spiel mitläuft. Schön. Okay,
Okay, mir ist kalt, ich weiß, aber kann ich noch was anziehen? Wahrscheinlich nicht. Hier kommen die bösen Kaninchen. Okay, da geht's zum... Die wollen ihre Freunde rächen. Ich laufe mal ein bisschen. Vom Laufen wird einem auch warm. Im Funkturm können wir uns aber auch nicht aufwärmen. Hallo? Ah, das sind die Häuser. Great, a town. Maybe I can find help there. Ich glaube nicht. Ah, früher musste man den Weg zum Funkturm erstmal finden. Klettern? Ich will klettern, ich werde da nicht runterspringen. Und man kann sich übrigens auch beim Rennen wehtun. Ich glaube, das ist eine Mechanik, die die drin gelassen haben. Warum brennt da Licht? Was soll das? Weiß nicht, ob das so gesund ist. Du-du-du-dum. Warum rennt denn der plötzlich so krass? Hallo? Wie wär's, wenn du jetzt mal klopfst, anstatt einfach direkt reinzugehen? Das ist ein bisschen creepy bei fremden Leuten. Einfach so, yo! Anybody here? Aber das war doch hell erleuchtet. Achso. Hallo? Okay. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? Weil es fucking kalt draußen ist. Smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left. Plane. I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. Okay. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Wer bist du? Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years, the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young
and the truth. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Okay, das können wir machen. Ist ein bisschen strange, aber können wir schon machen. Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble. Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. What? Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong.